Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe und am Wasserfall ist es sehr laut. Muss ich was essen, muss ich was trinken? Willkommen zurück zu Ancestors und ich habe jetzt hier ein, zwei Tage nicht gespielt, muss kurz überlegen, wie das wieder ging. Ja, hau weg die Scheiße. So, was machen wir? Ne, was ist das denn gerade? Ah ne, es hat nur was gedreht und... Oh! Hab ich das gemacht? Hä? Hinlegen, Sinne, Ofen, Intelligenz, ja... Ach, mit dem Steuerkreuz! Ah! Kann dein Stamm schneller entwickeln, als es... Das ist unsere Mission. Ja, derzeitiges Ziel. Okay, und hier ist das... Hat... Quasi... Was sagt uns das? Die Uhrzeit, der Tag... Schrägstrich ja, und... Ich hätte es bei Missionen irgendwie mehr gedacht. Kann dein Stamm sich schneller entwickeln? Doch vielleicht Sex machen hier oder was? B pflegen. Oh, das geht. Weiblich. Hat jemanden. Was bist du? Weiblich. Single. Dann pflege ich dich doch mal. Ich will dich pflegen. Oh. Dumme Kuh. Okay, die mag mich nicht. Die ist doof. Suche ein anderes Weibchen. Männlich. Ah, ich glaube, den hatte ich mal gespielt, weil der hat so ein Baby auf dem Rücken. Was haben wir hier? Weiblich, Single. Darf ich dich pflegen? Ja, ja, ja. Ich will dich pflegen. Oh, es lässt sich nicht pflegen. Okay, 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 okay. Ah, ich glaube, die Grauen sind ein bisschen älter. Ich kann, ja genau, wir wechseln den mal wieder. Genau, den hatten wir ja mal gespielt. Haben wir das Kind wieder mit dabei. Was wir gerettet haben. Oh, warte mal. Ey, hört auf mir zu folgen. Weiblich fruchtbar. Kann ich dich pflegen? Oh, erster Checker hier. Hm, keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Hm, ich hab's mit dem Pflegen nicht drauf. Expedition beenden. Was wollt ihr? Bleibt hier. Nee, ich will dich nicht pflegen. Brauch euch nicht. Bleibt weg. So. Kann dein Stamm sich schnell entwickeln? Ich weiß nicht, was der will. Derzeitiges... Wir warten. Wow. Lauf mir nicht hinterher. Der ätzend.
Was ist jetzt los? Also eine Anzeige mit Hunger und Durst gibt's nicht, wie ich ge... Inspizieren. Wir kennen's ja eigentlich schon, ne? Nee. Oh, wie war denn das wieder? Mit dem Hören, Intelligenz. Ja, komm, ist es weg da, ist es weg. Scheiße, ich habe das nächste genommen. Noch nur einmal drauf drücken. Aha. Einkriegen. Gehen wir da mal hin. Überlegen, ob ich hier runterkomme. Ach, das ist dieser Affe, der... Warte mal, was ist das denn hier? Neue Nahrung entdeckt, okay. Geronimo! Oh, 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 oh. Geben wir denen noch mal einmal diese Nahrung. Vielleicht braucht er ja die. Das war falsch. Knochenbruch. Scheiße. Können wir da hochklettern? Ich weiß nicht, wie lange das dauert mit dem Knochenbruch. Sich das überhaupt nochmal heilt. Aufrechte Haltung. Geben. Ah. Das ist hier rechts irgendwie. Ah. Eine verletzten Außenseiter geholfen, um mir dann zu kommen. Okay. Dann können wir wahrscheinlich den jetzt mitnehmen, ha? Ja, er kommt. Der kommt mit. Kommen wir jetzt nur wieder nach Hause. Scheiße, kommen wir nach Hause.
Ich spring jetzt nirgendwo mal hin. Ist der noch in der Nähe? Ja. Wir nehmen da hinten den Baum, der sieht gut aus. Bist du noch in der Nähe hier? Wo bist du denn? Hä? Da kommt er ja erst. Der ist auch anscheinend verletzt, so wie ich. Komm. Ihr kaputten Affen. Der sieht scheiße aus, aber der Baum sieht gut aus. Den nehmen wir. Den nehmen wir hoch. Also mit der Anzeige, mit dem Übergeben, ich wusste nicht, ich habe mir schon gedacht, der braucht irgendwie Futter oder so. Aber ich habe den Button letztes Mal nicht gefunden. Da habe ich das Essen eher weggeworfen. Das ist natürlich jetzt cool und ich hoffe, wir schaffen diesen Sprung. Passt. Kommst du? Wo bleibt der denn? Komm doch her. Oh, wir hätten noch hier den sicheren Ast nehmen können, da oben. Ich sehe den jetzt auch gar nicht. Hallo, du Horst. Junge, komm her! Oh, tot? Nee, was ist das denn gerade für eine Scheiße? Hä? Wo ist der hin? Also die KI scheint... Meine Affenfreunde scheinen nicht so intelligent zu sein. Oh, der ist hinter mir. Oh, ich bin nicht intelligent. Upsi dupsi. Alles gut. Hierher. Oh, wo rennt der hin? Aber der könnte richtig laufen. Warte mal. Ah. Mein kranker Junge. Lass doch mal los hier. Oh, uns ist kalt. Es regnet. Scheiß Regen. Ab in die Höhle. Super. Expedition beenden. Affenumarmung. Du bist mein Affenbro. Hä? Verstehe ich nicht. Wer gehört das dazu, oder was? Ich brauche diese Button. Ich brauche diese Button, ey. Oh, wir sind wieder geheilt. Super. Können wir... jetzt noch ein Bettchen bauen? So ein Schlafplatz? Das ist schon wieder gewesen. Ist der müde? Wir könnten noch irgendeinen Schlafplatz bauen, oder nicht?
Ich pack einfach mal 5 auf den Haufen, mal gucken, ob das was, ob da was passiert. Bauen, ja. Einige Gegenstände können die Möglichkeit zum Bauen bieten, bla bla bla, wenn sie im Vorrat zahlreich sind. Okay. Und wie mache ich das jetzt mal ganz blöd gesagt? Da ist nichts. Okay. Und ich hole hier mal meine Affen aus dem. Hier, du. Folg mir mal. Du, mir folgen, komm her. Es ist kalt hier. Komm, komm. So. Wir warten. Wir warten. Ja, irgendwie scheint er müde zu sein. Oder er stirbt. Keine Ahnung. Legen wir uns mal pennen. Er träumt von Affen und Krokodil. Von Affen, die schlafen? Ja, komm, es reicht. Wasser, wir brauchen Wasser. Da ist das mit der Nahrung, okay. Müssen ja gleich alle machen. Kommt mir ja nicht hinterher. Ich verstehe das mit dem Bett machen noch nicht. Vielleicht brauchen wir noch was anderes. Oh, warte mal, da war was. Bauen. Bauvorhaben beginnen. Aber so baut man doch nicht, oder? Oh doch, so baut man. Gut. Oh, wir können das Kind... Oh, wir können... Was war... Oh, warte mal. Wieso? Warte mal, hier war doch was mit... Hä? Ich verstehe nicht. Wir konnten doch gerade irgendwas mit Y machen. Und wir konnten das Kind ablegen. Jetzt geht's nicht mehr. Muss ich das verstehen? Komm, wir bauen hier noch einen Schlafplatz hin. Weil mich würde das mit der Evolution mal interessieren, was da dieser Button war. Stapeln und...
Bauvorhaben beginnen. Das heißt, jetzt kloppen wir ein paar Mal drauf. Uga Buga. Uga Buga und Bau, Bau, Bau. So, haben irgendwas abgeschlossen. Aber mehr geht irgendwie nicht. Analysieren, pflegen. Schade. Wieso wurde mir das da angezeigt und jetzt nicht mehr? Da muss ich mich hinlegen. Kind absetzen. Evolution. Ah. Das geht nur beim Hinlegen. Endlich. Generation. Generation wechseln. Nutze Punkte, um Wissen für die nächste Generation zu fixieren. Erforschen. Kann nichts erforschen. Leistung 1%. Tode 1%. Oh Gott, ich bin ganz schlecht. Dann machen wir Generation. Generation wechseln. Kann ich ja wahrscheinlich auch nicht, weil ich nichts habe, ne? Eine Generationwechsel ist unumkehrbar. Es gibt nach dem kein Zurück. Um alle ungeborene Babys werden verloren sein. Sagen wir nochmal nein. Dann verfestigen wir unsere Neuronal-Gedöns. Kann ich da irgendwas verfestigen? Ist abgeschlossen. Energie. Ja, deiner Sinne. Okay, okay, okay. Wachstum ist abgeschlossen. Weise Neuroan. Achso, scheiße. Die Fähigkeit, alle Clanmitglieder zu versammeln, ist erworben. Halte B, um alle Clanmitglieder zu versammeln und die Erfolge zu lassen. Und jetzt haben wir neue quasi freigeschaltet. Kommunikationsfähigkeiten können spezialisiert werden. Und was haben wir da? Haben wir irgendwie nicht gelernt. Müssen wir da erst das selber machen? Ach, wir müssen das wahrscheinlich erstmal ausführen. Und können dann... Darum ist das Vorhängeschloss weg. Wir brauchen mal keine Punkte. Der Erfassungsbereich für Gerüche und Geräusche hat sich erweitert. Okay. Drücke... Ja gut, hat sich halt erweitert, ne? Aber... Wir müssen das weiter ausführen, damit wir weiter hier steigen. Okay. So, die Fähigkeit, einen Gegenstand von einer Hand in die andere zu wechseln, ist erworben. Aha. Das heißt, ich kann dann zwei Sachen tragen. Utopische Fähigkeit. Warte mal, das können wir doch gleich trainieren. Ey, das alles, was ich da gerade lerne, muss ich mir ja auch irgendwie merken, oder? Wir hatten doch hier irgendwo Steine. Hier. Greifen. Handwechsel links. So, ändern, herstellen. Du hast einmal in die linke, was? Du hast sie einmal in der linken Hand, können einige Gegenstände mit bloßen Händen geändert werden, bla bla. Meine Idee, ich greife jetzt nochmal. Und jetzt kann ich was verändern? Handwechsel? Was macht der mit der Hand? Ach, ich habe sie runtergeschmissen. Was kann ich verändern? Nee, du Idiot. Greif. Kann ich klopfen? Inspizieren. Steine. Ich hätte gedacht, ich kann aus zwei Steinen vielleicht irgendeinen Spitzen machen oder so. Da wieder weggeworfen, ne?
Hä? Verändern? Jetzt guckt er sich beide Steine an und weiß nicht, was er damit machen soll. Oh! Geschicklichkeit, aber wir können daraus nichts machen, ne? Also er klopft jetzt Steine gegeneinander. Okay, lass mal fallen. Lass mal fallen. Oh, warte mal, können wir jetzt vielleicht so Kokosnüsse öffnen? Wir müssen erstmal was essen, glaube ich, hier. Ah, jetzt wird auch der Balken in der Mitte größer, okay. Ich hatte ja mal Kokosnüsse runtergeworfen. Bleiben die liegen? Die lagen hier irgendwie und sind beim Laden nicht mehr mitgeladen worden. So viel zum Stapeln. Das ist natürlich scheiße. Aber wir haben ja noch einen Stein in der Hand, genau. Weil dieses Hut habe ich ja abgestellt. Das wäre natürlich von Anfang an einfacher gewesen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Aber na gut, man lernt ja nicht aus. Jetzt so Nahrung stapeln wäre vielleicht auch mal eine Idee. Gib mir eine Kokosnuss. Power. Habe ich das nicht schon mal kennengelernt oder hat das nicht gespeichert? Neue hat. Ja, Kokosnuss. So, jetzt verändern wir nochmal. Oh nein, 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 nein! Greif diese scheiß Kokosnuss, Junge! Verändern. Muss er klappen, verdammt. Das ist auch die härteste Kokosnuss, die es gibt, oder? Nee, klappt nicht irgendwie. Okay. Was ist, wenn wir zwei Kokosnüsse nehmen und die gegeneinander schlagen? Dann müsste auch rein theoretisch einer aufgehen, oder? Rein theoretisch müsste man doch eigentlich eine Kokosnuss einfach nur auf den Boden schlagen. Oder so. Hat's gemacht. Aha.
Und nun? Können wir das jetzt nicht? Ah, neue Nahrung. Abgreifen. Kokosnüsse können modifiziert werden. Oh Gott. Also wir konnten die Kokosnuss so aufmachen? Was ist los? Hör auf. Das ist eine Ansicht. Die kann ich jetzt mal die Hand wechseln. Okay, inspizieren. Neue Nahrung entdeckt und dann mal gleich verputzen. Geht nicht? Das hätte ich mal vor allem machen müssen. Mir Folgen geben. Da hast du was. Weiß aber nicht, was er machen soll. Wir hatten ja vorhin geschüttelt. Das heißt, es müssen hier noch ein paar Kokosnüsse rumliegen, oder? Theoretisch. Praktisch weiß ich es nicht. Der Baum ist da oben. Das heißt, sie müssen doch hier liegen, die Kokosnüsse. Och, ist das ein Dreck. Jetzt haben wir den ganzen Baum mit Kokosnüssen abgeschüttelt und ist keine hier unten gelandet, oder was? Doch auch essen. Wann speichert das Spiel nochmal? Das hat man doch auch schon gelernt. Wann ist das mal? Na, haut mal rein, ihr kleinen Affen. Ich hätte euch jetzt aber gerne das mit der Kokosnuss nochmal gezeigt. Dann trinken wir nochmal einen Schluck, wenn wir gerade hier sind. Noch ein Kokosnussbaum. Neuronale Energie. Kinder in der Nähe ermöglichen das Ansammeln neuronale Energie. Je mehr Kinder in der Nähe, desto höher ist die Ansammlung. Ah, dann macht es erst recht immer Sinn. Oh, wir haben eine Kokosnuss. Wir haben eine Kokosnuss. So, dann gehen wir mal zu unseren Leuten. Hallo Affenkiller, mein Stamm Killeraffen. Wie war das nochmal? Nee, das war hinlegen. Nimm die Kokosnuss. Nein, falsch, 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 nicht machen. Oh. Kokosnuss. Greif die Kokosnuss. Ah, da brauche ich da echt diesen scheiß Stein für. Muss ich die Hand wechseln? Oh, ja, ja, ich muss die Hand wechseln. Greifen. Verändern. Reißen wir es hier erstmal auf. Boah, sind die Affen stark. Juhu, Kokosnuss. Aber jetzt würde ich sagen, Hand wechseln. Inspiziert hatten wir es, glaube ich, schon, oder? Ich glaube, der weiß noch nicht, was er mitmachen soll. Nochmal Hand wechseln. Ah, oder wir greifen nochmal. Und verändern wir es nochmal. Hand wechseln. Greift ihr es nochmal?
So, hast du. Oh, jetzt ist schon wieder, was ist das denn hier? Beenden. Was versucht er da? So auseinanderzuziehen, aber das klappt irgendwie nicht, ne? Aber wir müssen irgendwie ans Fruchtfleisch kommen. Was ist, wenn wir noch einen Stein nehmen? So, dann auf Verändern drücken. Das draufhauen. Dann ist unsere Kokosnuss dahin. Das war ja schon mal scheiße. Kacke, ja. So geht's schon mal nicht. So, was wir auch nochmal machen könnten, wäre... Nur mal um zu wissen, ob das geht. Wir hatten ja oben ganz viel Essen. Oder hier draußen hatten wir ja auch Essen, ne? Kann er nicht irgendwie schneller? Da hinten. Wir greifen. Handwechsel. Greifen. Jetzt nehmen wir das mal. Ist ihm kalt? Was ist los? Ist er müde? Ich verstehe manchmal das nicht, dass es so hell wird. So, hier haben wir ein Bett, da haben wir ein Bett. Hier sind Steine. Handwechsel. Stapel. Das geht, das machen wir jetzt auch mal. Ja, weil die fressen die Nahrung immer hier vor Ort weg. Vielleicht müssen wir es mit dem ganzen Stamm machen, mal hierher laufen quasi mit ein, zwei Leuten. Wieder greift sich was und vielleicht machen sie das ja nach. Greifen, Handwechsel, gucken, ob er Handwechsel hat. Greifen. Jetzt hat er zwei, oder? Ich sehe es gerade nicht. Okay. Jetzt wird's dunkel. Ne, er hat nur einen. Scheiße. Gut, haben wir Stapeln gelernt. Wir machen jetzt mal Hayabubu. Und schlafen eine Runde und träumen. Nee, ich muss weiter träumen. Entschuldigung. Oh, er träumt vom Sammeln. Das machen wir auch. Hier hat er, träumt er von der Kokosnuss. Das hat ihn also beschäftigt. Diese nervige Kokosnuss beschäftigt ihn. Und wir haben auch was hier Neuronales dazugelernt. Objektmanipulation. Ja, verbinden wir mal. Kann ich nicht? Hä? Achso, ich muss ewig warten. Die Fähigkeit, einen Gegenstand beim Bewegen von der einen Hand in die andere zu wechseln, ist erworben. Drücke linke Maus, irgendwas, LB. Ich weiß immer nicht, was LB und was. Weiß ich nicht, egal. So, haben wir erworben. Schalten damit neue frei. Und hier haben wir auch gleich eins freigeschaltet. Muss ich jetzt da wieder.
zurückhalten, das könnte man sich auch eigentlich sparen. Die Fähigkeit, in Bewegung einen Gegenstand fallen zu lassen, ist verfügbar. Okay. Habe ich wohl dann wohl auch gemacht. Okay, von ahnungslos und planlos geht's langsam los. Ästigung, nutze 2 Punkte, um Wissen für die nächste Gruppe Generation zu fixieren. Achso, das heißt, 2 Punkte kann ich mitnehmen. Okay. Aber man sieht gar nicht, was man machen soll, ne? Gut, ein neuer Tag. Ich werde die Folge jetzt mal beenden und ja. Ich habe irgendwie, bin ich immer noch ein bisschen gespalten mit dem Spiel. Auf einer Seite finde ich es sehr interessant, auf der anderen Seite denke ich mir so, es ist eigentlich nicht so ein Spiel, was ich spielen würde normalerweise, aber noch habe ich Bock, es zu spielen. Gut, also, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt mir einen Kommentar, like das Video, ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.